Also es geht weiter darum, den Spieler und Drehung als Finalbedingung zu schreiben. Also für Drehung um den Nullpunkt wissen wir das ja schon, dass man die sogar als Matrizen schreiben kann. Und auch bei Spiegelungen an Geraden durch den Nullpunkt können wir die als Matrizen schreiben. Aber jetzt wollen wir allgemein Drehungen um irgendeinen Punkt als Affinabbildung schreiben, entsprechend Spiegelungen an Geraden, die nicht durch den Nullpunkt gehen, als Affinabbildung. Gut, bevor ich das allgemein mache, mache ich also erstmal zwei Beispiele, wo man das sozusagen direkt geometrisch sehen kann. Also das eine Beispiel hatte ich gestern schon zum Schluss gemacht, das schreibe ich nochmal an. Also das ist jetzt das Beispiel, was ich gestern zum Schluss gemacht hatte. Also beschreibe die Spiegelung an der Geraden durch den Punkt 3, 0 mit Anstieg 1, 1 als affine Abbildung. Und gut, das hatten wir dann so gemacht. Wir haben für ein paar Punkte überlegt, an der Geometrie, wohin die abgebildet werden. Also zum einen hatten wir uns für den Punkt 0,0 überlegt, dass der hierhin gespiegelt wird. Also in dem Punkt 3 minus 3. Also f von 0, 0 ist 3 minus 3. Und dann hatten wir uns noch überlegt, dass natürlich die Punkte, die auf der Gerade liegen, in sich selbst gespiegelt werden. Also wenn ein Punkt auf der Gerade ist, nach der Spiegelung ist das derselbe Punkt. Also 3, 0 wird auf 3, 0 abgebildet. Und 0 minus 3 auf 0 minus 3. Und damit konnten wir dann den Vektor B und die Matrix A ausrechnen. Also B ist also 3 minus 3. So, und dann kriegen wir f von 3, 0 oder sagen wir a von 3, 0 ist dann also f von 3, 0 minus b. Ja, also wir wollen ja f von v soll sein av plus b. Das kann man natürlich umstellen, dass dann av gleich f von v minus b ist. So, also für 3, 0 kriegen wir hier also 3, 0 minus 3 minus 3 gleich 0, 3. Und für 0 minus 3
minus 3, 0. Gut, und weil die Matrix eine lineare Abbildung ist, ist dann a von 1, 0 gleich 0, 1. A von 0, 1 gleich 1, 0. Also die Matrix ist 0, 1, 1, 0. Und unsere Abbildung ist also die Matrix. Mal x plus b, also plus 3 minus 3. Oder wenn wir es ausdifferenzieren, kriegen wir also hier 0 mal x plus 1 mal y plus 3. Also y plus 3. Und hier 1 mal x plus 0 mal y minus 3. X minus 3. Wenn man sicher sein will, dass es stimmt, kann man es nochmal nachrechnen. Also, um das nochmal die Werte einsetzen zur Probe. Also f von 0, 0. Da kommt dann 3 minus 3 raus, das stimmt. F von 3, 0. Wenn ich hier für x bei 3 einsetze und für y bei 0, dann kommt 3, 0. Minus 3. Also wenn ich für x 0 einsetze, dann für x 3. Wenn ich für x minus 3 einsetze, für x 0. Ich hätte eine Frage, könnten wir jetzt als a auch 0, 3 und minus 3, 0 nehmen? Da ist nur die 3 rausmultipliziert, oder? Ja, nee, das wäre was anderes. Also ich meine, sozusagen die erste Spalte ist schon immer a von 1, 0. Und die zweite Spalte ist a von 0, 1. Also Sie können eigentlich einfach was anderes nehmen. Ne? Das ist immer so. Das ist immer so, ja. Ach so, okay.
Also ja, das ist vielleicht tatsächlich etwas, was in der linearen Algebra-Vorlesung nicht so betont wird, aber was man sich merken sollte. Wenn man eine Matrix hat, in der ersten Spalte steht immer a von 1, 0 und in der zweiten Spalte steht a von 0, 1. Das ist bei jeder Matrix so. Beziehungsweise bei größeren Matrizen muss man dann eben entsprechend mehr Basisvektoren nehmen. Aber also die Spalten der Matrix sind immer die Bilder der Basisvektoren. Also wenn Sie sozusagen wissen, was eine Abbildung macht und wollen die Matrix hinschreiben, dann müssen Sie sich ansehen, wo die Basisvektoren hin abgebildet werden. Und die schreiben Sie dann als Spalten in die Matrix. Gut, machen wir ein entsprechendes Beispiel noch für eine Drehung. Also, ich schreibe die Drehung um 90 Grad. Aber jetzt nicht um den Nullpunkt, sondern um das Drehzentrum. Also das Zentrum der Drehung soll 1,1 sein. Das heißt dann natürlich, wenn man das 1,1 auf sich selbst abgebildet wird. Gut, und jetzt wollen wir uns anschauen, wohin werden die Basisvektoren abgebildet. Also fangen wir mal an hier mit 1,0. Also in dem Fall kann man es vielleicht sehen, wohin es abgebildet wird. Wenn man jetzt den roten Punkt hier um 90 Grad dreht, wir drehen um den roten Punkt um 90 Grad. Okay, also wenn wir uns das anschauen, hier, wir haben hier den Abstand 1. Jetzt drehen wir hier um 90 Grad, also im rechten Winkel. Und müssen dann wieder hier den Abstand 1 haben. Welchen Punkt landen wir da? 2,1. Ja. Also f von 1,0 ist 2,1.
So, dann, ja, also wenn wir hier den 0,1 nehmen, der Abstand hier ist ebenfalls 1. Und wir drehen wieder um 90 Grad. Und okay, dann in dieser blau gezeichneten Linie hier. Und haben dann wieder Abstand 1. Und der Punkt, den wir da bekommen, das ist 1,0. Ein bisschen schwieriger wird es jetzt mit F von 0,0. Gut, ich zeige nochmal dasselbe Bild nochmal, weil das sonst viel zu unübersichtlich wird. Also, so, das soll jetzt hier dasselbe Bild nochmal sein. Also wieder das Rechnen kommt in 1,1. Abstand, den kann man ausrechnen, das ist Wurzel 2, aber müssen wir gar nicht ausrechnen. Gut, und jetzt wollen wir hier um 90 Grad drehen. Und okay, und jetzt ist es ja so, dass hier diese Gerade hier, die hat ja genau Anstieg 1, also die geht von 0,0 nach 1,1. Also die hat Anstieg 1, der Winkel hier, der ist 45 Grad. Und weil das hier ein gleichschenkliges Dreieck ist, ist dieser Winkel auch 45 Grad. Und das heißt also, der Winkel hier oben, der hat 90 Grad. Und das ist ein gleichschenkliges Dreieck, das heißt, ja, das heißt also, wenn wir hier die grüne Strecke um 90 Grad drehen, dann bekommen wir genau die andere grüne Strecke. Und das heißt, der Nullpunkt wird also hier in den Punkt 2,0 gedreht. Gut, das sind natürlich ein paar Sachen, die man sich jetzt hier überlegen müsste. Also deswegen werden wir das nachher dann systematischer machen, dass wir eine systematische Formel herleiten, mit der man die Drehung und Spiegelung beschreiben kann. Aber jedenfalls so hätte man es sich geometrisch herleiten können, dass f von 0,0 gleich 2,0 ist. Okay, und jetzt kann man dann, also wenn wir jetzt f von 0,0 kennen und f von 0,1 und f von 1,0, können wir also direkt b bestimmen und die Matrix bestimmen. Also b ist also 2,0. Herr Küssner, ich habe das noch nicht so ganz verstanden mit dem Dreieck. Warum wird da jetzt da ein Dreieck hingebaut? Naja, also wir wollen uns sozusagen überlegen, wenn wir um diesen Punkt drehen, um 90 Grad, wohin wird der Nullpunkt abgebildet? Und jetzt, wenn man sich dieses Dreieck anschaut, also wir müssen ja sozusagen diese Strecke hier grüne, 90 Grad drehen. Ja. Und wenn man sich dieses Dreieck anschaut, weil diese Gerade hier Anstieg 1 hat, ist der Winkel hier 45 Grad. Ja. Und genauso ist der andere Winkel hier 45 Grad. Das heißt, der andere Winkel in dem Dreieck hier oben ist genau 90 Grad. Mhm. Das heißt, wenn wir 90 Grad haben, wenn wir 90 Grad drehen, dann drehen wir genau diese eine Seite in die andere. Ach
so. Und jetzt sagen wir den Endpunkt in den Endpunkt. Ja. Und dann wissen wir, wohin der Nullpunkt abgebildet wird, nämlich in den Endpunkt. Ja. Also, wir wollen wieder eine Matrix im Vektor finden, sodass f von v gleich a v gleich b ist. B ist f von 0, 0, also 2, 0. Und wenn wir jetzt a von 1, 0 ausrechnen, das ist dann also f von 1, 0 minus b. Also 2, 1 minus 2, 0, also 0, 1. Und entsprechend a von 0, 1 ist f von 0, 1 minus b, also 1, 0 minus 2, 0, das ist dann also minus 1, 0. Gut, also für a bekommen wir also erste Spalte 0, 1 und zweite Spalte minus 1, 0. Und wenn wir das ausmultiplizieren, gut, also 0 mal x plus minus 1 mal y plus 2, also 0 minus y plus 2. Und in der zweiten Zeile 1 mal x plus 0 mal y plus 0, also 1 mal x ist x. Nur mal y kann man weglassen und plus 0 kann man auch weglassen. Also wir kriegen diese Abbildung. Gut, ich mache vielleicht die Sicherheit nochmal die Probe, um zu sehen, ob es stimmt. Also wenn man einsetzt, also f von 0, 0, wenn man für x und y 0 einsetzt, kriegt man 2, 0. Das stimmt schon mal. So, wenn man 1, 0 nimmt, also für x gleich 1 einsetzt und für y gleich 0, da kriegt man 2, 1. Und wenn man 0, 1 einsetzt, also für x gleich 0, y gleich 1. Und wenn man für y gleich 1 einsetzt, kriegt man hier 2 minus 1, das ist 1. Und wenn man für x 0 einsetzt, kriegt man 0, also 1, 0, und das ist schon gar nicht.
dieser Rechnung war natürlich, dass man sich das erstmal irgendwie geometrisch überlegen musste, für so ein paar Punkte, wohin die abgebildet werden. Gut, was man natürlich immer irgendwie berechnen kann, aber es ist halt Arbeit. Oder man überlegt sich irgendwie ein gedanktes Argument, wie nur gleichzeitig drei, gleichzeitig drei. Aber jedenfalls, also, einfacher ist es, wenn man halt eine allgemeine Formel hat. Das werden wir jetzt machen. Nächste Drehung, dann Abschließung. Also, der allgemeine Satz wird jetzt sein. Wenn wir die Drehung um den Winkel Alpha haben, um das Drehzentrum jetzt allgemein wir haben irgendein Drehzentrum, die Koordinaten nennen wir x0 und y0. Wendet die jetzt aber nicht auf xy an, sondern auf x minus x0, y minus y0 und muss dann noch wieder x0, y0 dazu addieren. Also wenn wir uns anschauen, was wir machen wollen, also wir haben hier unser Drehzentrum x0, y0 und wir haben irgendwo einen Punkt x alpha, xy und jetzt wollen wir den um Winkel alpha drehen, das heißt also wir nehmen die Verbindungsstrecke, haben hier den Winkel alpha ab. Nehmen dann hier eine genauso lange Verbindungsstrecke hier und das hier ist dann also f von xy. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt verschieben wir das Bild einfach in den Nullpunkt. Also verschiebe das gesamte Bild. Und minus x0, y0. Also wir haben hier den Vektor x0, y0. Wir verschieben um minus x0, y0, also so, dass x0, y0 also in den Nullpunkt verschoben wird.
gut, und wir verschieben das ganze Bild, also auch die beiden anderen Sprachen hier. Okay, wohin werden wir verschoben? Also XY wird verschoben in XY minus X0Y0 und um den Vektor einen Namen zu geben, nenne ich den mal Zeta Rita, also das ist egal, also irgendwelche Buchstaben hier. Gut, was ich dann auch schreiben kann als X minus X0 minus X0. Gut, also das hier ist dieser Vektor Zeta Eta, also X minus X0 Y minus Y0. Also das ist dann f von xy minus x0y. Also dieser Vektor, das ist dann c omega gleich f von x0 minus x0y. So, also das Bild, das ich bekomme, ist, ich habe hier den Nullpunkt, hier den Vektor Theta Eta und hier den Vektor C Omega. Und der Winkel dazwischen, der ist wieder Alpha. Ja, also ich habe das ganze Bild verschoben. Also der Winkel hier ist immer noch derselbe. Der ist Alpha. Durch Drehung um Alpha um den Nullpunkt. Alpha um den Nullpunkt. Und dafür haben wir ja schon eine Formel. Wir müssen dann nur um den Nullpunkt drehen. Das wird bestehen durch diese Matrix Cosinus Alpha minus Sinus Alpha Sinus Alpha Cosinus Alpha und dann haben wir den Vektor, also in diesem Fall Zeta Eta. Herr Kuss, eine Frage, was heißt es nach so das X0 und XA oder was? Ganz oben, zweite Zeile. So, dass X0, Y0 in okay, da ist mal 0. Ja.
wir haben zunächst diese Formel hier und jetzt, also für Zeta Eta haben wir ja eine Gleichung und für Phi Omega auch. Und das können wir jetzt einsetzen. Also wir setzen Phi Omega gleich F von x y minus x 0 y 0 und Zeta Eta gleich x minus x 0 y minus y 0 setzen wir ein. So, das heißt also, wir bekommen f von xy minus x0y0 ist gleich Cosinus Alpha minus Sinus Alpha Sinus Alpha Cosinus Alpha angewandt auf x minus x0y0. Und dann bringen wir das x0, y0 noch auf die andere Seite und bekommen dann das, was wir bekommen wollen, also f von xy. Also wenn wir jetzt hier noch addieren, x0, y0, bekommen wir f von xy. Also lösen wir das Alpha minus Sinus Alpha. Gut, dann rechnen wir als Beispiel mal dasselbe Beispiel, das wir eben hatten, jetzt mit der Formel. Also wir hatten ja eben die Drehung um 90 Grad um das Zentrum 1, 1. Und wenn wir das jetzt mit der Formel rechnen, muss man natürlich dasselbe rauskommen. Gut, also das Drehzentrum hier ist x0, y0 gleich 1, 1. Der Winkel Alpha ist 90 Grad. Und das können wir jetzt einfach in die Formel einsetzen. Gut, okay, also Alpha gleich 90 Grad heißt der Cosinus ist also 0, der Sinus ist 1. Das heißt, die Matrix ist 0, minus 1, 1, 0. Aber wir wenden das jetzt nicht auf x, y an, sondern auf x, minus x, 0, also x, minus 1. Und y, minus 1. Und addieren dann noch x, 0, y, 0. Dazu.
Wenn wir das jetzt ausmultiplizieren. Also hier haben wir minus y plus 1 und dann nochmal plus 1, also minus y plus 2 und hier haben wir x minus 1 plus 1 gleich x. Gut, und das ist dann also die Abbildung. Und das ist natürlich dasselbe, was wir vorher ausgerechnet haben. Also wir spielen jetzt in eine Gerade, die aber nicht durch den Nullpunkt geht.
Gut, das ist im Prinzip, sieht so ähnlich aus wie eben, nur statt der Drehmatrix haben wir jetzt eine Spiegelungsmatrix. Bildchen, was wir hier machen. Also wir haben hier einen Punkt x0, y0, und dann haben wir eine Frage, die durch den Punkt geht, also unsere Spiegelungsachse, die hat irgendwie den Winkel alpha halbe mit, also mit der x-Achse, also mit der x-Achse. Wenn wir jetzt irgendeinen Punkt x0, y0 haben, irgendeinen Punkt xy, dann spiegeln wir den also an der Geraden, das heißt, naja, wir projizieren hier hin, verlängern dann in dieselbe Länge nochmal und kriegen hier xy. Das ist das Bild für die Spiegelung in der Geraden. Und was wir jetzt machen, ist wieder das Bild in den Nullpunkt zu verschieben. Also verschiebe das gesamte Bild. Jetzt haben wir hier also verschiedene Objekte, die verschoben werden. Also einmal die Spiegelungsachse hier. Die wird jetzt verschoben. Gerade die jetzt durch den Nullpunkt geht. Und die aber immer noch denselben Anstiegswinkel halber hat. Also, ja, wenn wir hier Parallelverschiebung machen, die verschobene Gerade. Die hat mit der x-Achse immer noch den Einstiegswinkel alpha halbe nach dem Stufenwinkelsatz.
hier das Bild von XY. Weil so eine Parallelverschiebung in einer Konkurrenzabbildung ist, sind dann also die Winkel hier immer noch 90 Grad, die beiden Längen, auch wenn ich das hier nicht gezeichnet habe, die beiden Längen sind hier immer noch gleich groß. Weil die Verschiebung eine Konkurrenzabbildung ist, sind die Winkel die 90 Grad und beide Längen gleich groß. Das heißt also, die Omega ist das Spiegelbild von Zeta Eta an dieser Gerade.
Also, dann für eine gerade Verwirkung wissen wir, was die Formel ist, die die Spiegelung beschreibt. Also, die Omega ist die Spiegelungsmatrix. Okay, und dann setzen wir wieder ein, also für die Omega setzen wir ein f von xy minus xy0 und für Theta Eta setzen wir ein x minus x0 minus y0. Gut, rechnen wir das wieder an dem Beispiel nach, das wir schon gemacht hatten. Also die Spiegelung an der Geraden durch 3,0 mit Anstieg 1,1. Also x0y0 ist klar, das ist 3,0. Und dann brauchen wir hier immer noch den Anstiegswinkel einfach halber. Also der Anstiegswinkel, das ist, also wir müssen hier sozusagen
eine Parallele zur X-Achse einzeichnen und dann den Wipfel anschauen. Also das hier ist der Wipfel einfach halbe. Allgemein zu verlegen, wie man das berechnet. Ja, da muss man dann sozusagen sich zwei Punkte auf, also wenn man hier zwei Punkte hat auf den Geraden, also sagen wir mal 3, 0 und minus 0, minus 3. Also dann x0 und y0 und noch ein zweiter Punkt x1, y1. Zwei Punkte auf der Geraden sind. Dann kann man ja den Tangens alpha halbe berechnen. Eine Seitenlänge hier x dann 0 minus x dann 1 und die andere Seitenlänge hier ist x 0 minus x 1 und also der Tangens von alpha halbe ist x 0 minus x 1 durch x 0 minus x 1. Also hier in unserem Fall kann ich hier den Tangens von alpha halbe berechnen. Damit ist Alpha 19 Grad, das heißt der Kosinus Alpha ist also 0 und der Sinus Alpha ist 1.
Gut, wenn wir das dann auskomplizieren, haben wir hier 0 mal x minus 3 plus 1 mal y und 1 mal x minus 3 plus 0 mal y plus 3, 0 und wir bekommen dann y plus 3 x minus 3. Und das ist dann hoffentlich dasselbe, was wir vorhin auch ausgerechnet hatten. Ja. Also im Staatsexamen gibt es häufig Aufgaben, wo man ja irgendwie Bewegungen finden soll mit bestimmten Bedingungen. Und meistens sind die dann so gestellt, dass man nicht etwa direkt die Formel anwenden kann, sondern mit ein paar Tricks irgendwie sich, also dass man irgendwie noch ein paar Tricks braucht. Also ich wollte dann einfach mal so ein paar Beispiele rechnen. Also in Übungen kommen natürlich noch mehr Aufgaben aus dem Staatsexamen. Aber also fangen wir mal an mit einer Aufgabe. Also das ist jetzt nicht direkt eine Anwendung der Formel davor, sondern ja, da muss man sich dann noch ein bisschen was überlegen. Also finde alle Bewegungen. Von R2, die 1, 0 auf 2, 4 und 0, 1 auf minus 1, 0 auf 5, 4 Wir haben hier den Punkt 1, 0, hier den Punkt minus 1, 0 und die Bilder sollen dann sein 3, 4, also dann hier 3 ist und hier 4 und dann ist das hier der Punkt 3, 4 und das andere Bild soll sein 5, 4. Erstmal als erste Bemerkung, also wir suchen nach Bewegungen, also Punkt 1 Abbildung, das heißt der Abstand hier
muss auf jeden Fall so groß sein wie der Abstand hier, und das ist auch der Fall. Also der Abstand hier ist in beiden Fällen 2. Wenn das nicht der Fall wäre, dann könnte man sowieso keine Konkurrenzabbildung finden. Die also sozusagen diese Punkte so abbildet. Also die Abstände müssen ja gleich bleiben nach der Bewegung. Gut, und der Ansatz ist halt, also dass wir auf eine Abbildung ja, bestimmen können, berechnen können, wenn wir Bilder kennen von 00, 10 und 01. Gut, das Bild von 10 haben wir schon gegeben und die anderen müssen wir uns jetzt überlegen. Gut, und der Trick ist hier jetzt hier, dass wir das Bild von 00 leicht berechnen können. Nämlich, wir wissen ja, 10 wird auf 34 abgebildet und minus 10 auf 54. Und 00 ist ja aber der Mittelpunkt der Strecke, die die beiden Punkte verbindet. Und wenn ich jetzt eine Bewegung habe, dann muss nach der Bewegung halt das Bild von 00 auch wieder der Mittelpunkt der Strecke sein von den beiden Bildpunkten. Also f von 00 ist der Mittelpunkt der Strecke von, also f von minus 10 ist 54, f von 10 ist 34, also der Mittelpunkt dieser Strecke dort. Gut, und der Mittelpunkt ist 44. Also die allgemeine Formel, wenn Sie den Mittelpunkt in der Strecke berechnen wollen, ist der, dass Sie für die x-Koordinate den Durchschnitt der beiden x-Werte hier nehmen und für die y-Koordinate den Durchschnitt der beiden y-Werte. Also der Durchschnitt von 5 und 3 ist 4
und der Durchschnitt von 4 an 4 ist natürlich auch 4. Also wenn Sie den Mittelpunkt der Strecke rechnen. Also wir haben F von 0,0 gleich 4,4. So, und wie berechnen wir jetzt das Bild von 0,1? Gut, also wir haben hier 0,0, 1,0. 0,1 und hier einen rechten Winkel. Und wenn wir uns dann die Bildpunkte anschauen, also der Bildpunkt von 0,0 ist 4,4. Und der Bildpunkt von 1,0 ist 3,4. So, und jetzt, wenn das eine Drehung ist, dann muss der rechte Winkel wieder in einem rechten Winkel abgebildet werden. Das heißt, wir müssen also entweder hier einen rechten Winkel haben, oder die andere Möglichkeit wäre, dass wir den anderen rechten Winkel haben. Also hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Für f von 0,1. Also, okay, also erstmal um das hinzuschreiben. 0,1 bildet mit 0,0 und 1,0 einen rechten Winkel. Und daraus folgt dann also das F von 0,1 mit den beiden Bildpunkten, also mit 4,4 und 3,4 einen rechten Winkel bildet. Wobei es da jetzt zwei Möglichkeiten gibt. Also der Winkel kann nach vorne oder nach unten abgetragen werden. Also da haben wir zwei Möglichkeiten. Gut, und außerdem muss die Länge der Strecke dann hier auch wieder 1 sein. Also weil 0,1 Abstand 1 von 0,0 also muss f von 0,1 Abstand 1 von dem Weg von 4,4 haben. Wenn wir den rechten Winkel nach oben abtragen und dann im Abstand 1 den mitbringen, da bekommen wir 4,5. Und die andere Möglichkeit ist, wenn wir den rechten Winkel nach unten abtragen und dann im Abstand 1 den mitbringen, dann bekommen wir 4,3.
Gut, jetzt. Für beide dieser Möglichkeiten müssen wir jetzt jeweils getrennt berechnen, was wir da für eine Bewegung bekommen. Also der erste Fall. Wir schreiben nochmal hin, was wir wissen. Also f von 0, 0 war 4, 4. F von 1, 0 war 3, 4. Und jetzt im ersten Fall schauen wir uns also an, wenn f von 0, 1 gleich 4, 5 ist, was wir da für eine Bewegung bekommen. Gut, also b ist 4, 4. Und wenn wir das also genauso rechnen wie vorher, also a von 1, 0 gleich f von 1, 0 minus b ist also 3, 4 minus 4, 4. Das ist minus 1, 0. A von 0, 1. Dann also 4, 5 minus 4, 4 gleich 0 minus 1 und die Abbildung, die wir hier bekommen, ist also minus 1, 0, 0, minus 1 angewandt auf xy plus 4, 4, also minus x plus 4 minus y plus 4. Zweiten Fall, um das noch schnell fertig zu machen. Im zweiten Fall haben wir jetzt also f von 0, 1 gleich durch 4, 3. So, also b. Wieder f von 0, 0 gleich 4, 4. A von 1, 0 ist dann f von 1, 0 minus b. 3, 4 minus 4, 4, also da kommt dasselbe raus. Minus 1, 0. Und a von 0, 1 ist von 1 minus b. Das ist dann also 4, 3 minus 4, 4. Okay, und diesmal ist es nur minus 1. Also haben wir hier jetzt minus 1, minus 1. Plus 4 minus y plus 4. Gut. Das ist vorbei. Also meistens wird dann im Staatsexamen mal gefragt, ob die Abbildung, die man hier ausgerechnet hat, ob das Spiegelung oder Drehung oder Gleichspiegelung sind. Okay, also das mache ich dann nächstes Mal. Noch an diesem Beispiel, ob das jetzt Spiegelung oder Drehung, die man da ausgerechnet hat. Okay,
jedenfalls einfach der Bildung. Haben wir damit erstmal jetzt. Und dann ist es gleich.